Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir den Apostel Johannes heute mitten in der Weihnachtsoktav feiern, so ist er der einzige Apostel, den wir in weißer Farbe feiern. Das ist nicht der Weihnachtsoktav geschuldet, sondern es ist vielleicht der Einzigartigkeit seines Martyriums geschuldet. Wir verbinden das, wie wir das gestern noch bei Stephanus gefeiert haben, mit der Hingabe des Blutes. Aber das Martyrium Johannes des Evangelisten weist uns hin auf das tiefere Verständnis, dass Martyrium zunächst Zeugnis bedeutet. Das kann bis zur Hingabe des Lebens und zum Vergießen des Blutes gehen, für jemand anderen, für Christus im christlichen Sinn. So verwenden wir dieses Wort in der Regel. Der Apostel Johannes legt das Tiefere offen. Denn Martyrion ist, Martyrein ist ein Schlüsselwort seines ganzen Zeugnisses, seines Evangeliums, das sich als Zeugnis begreift. Das ist das Erste, was wir von diesem Apostel lernen können. Dass christlicher Glaube auf Zeugenschaft beruht. Es beginnt bei Christus selber. Wir haben es in der dritten Weihnachtsmesse gehört. Christus ist der Urzeuge Gottes. Er bezeugt den lebendigen Gott, wie er ist, weil er am Herzen des Vaters ruht, weil er in der Metapher gesprochen den Pulsschlag Gottes aufnimmt und in diese Welt hineinträgt. So ist Gott. Wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir das. Aber sehr bald danach und schon in diesem Eingangslied, in diesem Prolog des Johannesevangeliums, wird der andere große Zeuge genannt. Ein Mensch trat auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Der Evangelist spricht vom Täufer. Und möglicherweise, darauf werden wir vielleicht gleich noch kurz eingehen, nennt er aus Hochachtung vor diesem Zeugnis nie seinen eigenen Namen, der gleich klingt, auch Johannes. Wir sehen im ganzen Evangelium ein Netzwerk von Zeugenschaft. Ob es die beiden ersten Jünger sind, Jünger des Johannes gewesen, die dann Jesus nachgehen, nachdem dieser Zeuge Johannes auf Christus gezeigt hat, das Lamm Gottes. Ob es Maria von Magdala ist am Ostermorgen, von der wir eben hörten. Ob es Simon Petrus ist, der nicht mehr so schnell ist wie der andere Jünger, den Jesus liebt, der bezeugt das Grab. Das ganze Christentum ist ohne Zeugenschaft nicht zu verstehen. Und wir sehen zugleich, woher die Krise des Christentums in den westlichen Ländern heutzutage kommt. Aus einem zunächst richtigen Impuls, die Texte, und das halten die Texte durchaus, sie vertragen das, sie halten das aus, kritisch zu hinterfragen. Die neutestamentlichen Texte halten das aus. Aber aus einem falsch verstandenen wissenschaftlichen Ansatz heraus, von etwas, naja, ich will das nicht näher charakterisieren, aber von Professoren, die weiß ich nicht, ob sie diesen Namen dann wirklich verdienen, heruntergebrochen auf die letzten Religionslehrerinnen und Lehrer, haben wir es geschafft, in der ganzen Breite die Zeugenschaft des Neuen Testamentes zu zerstören. Wir denken dann, diese Texte, das sind irgendwie Märchen, das sind allenfalls Vergleiche, das sind Legenden, wenn man das ein bisschen vornehmer ausdrückt. Aber es gründet nicht auf Zeugenschaft. Was hören wir im ersten Johannesbrief heute? Was von Anfang an war, was wir gehört haben, nicht, was wir uns ausgedacht haben in irgendeiner Kommission oder in irgendeiner Schreibstube als poetischen Impuls oder als eine charismatische Anwandlung, sondern was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen, mit diesen Augen, sagt der Apostel, gesehen haben, was wir geschaut, und damit es ganz unmissverständlich ist, was wir mit unseren Händen angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Das ist wahre Zeugenschaft, liebe Schwestern und Brüder. Und wir stehen, wenn wir glauben, wenn wir als Christen sagen, ja, wir glauben,
Wir stehen in diesem Netzwerk der Zeugen, in dem wir uns aufeinander verlassen. Die Hirten sind Zeugen des Geschehens. Maria ist Zeugin des Geschehens. Alle Schriften des Neuen Testamentes künden davon. Auf einzigartige Weise tut das der Apostel Johannes. Und wir lernen zugleich für unser Zeugnis etwas. Es ist nicht die momentane Eingebung, sondern es ist die Verlässlichkeit, dass wir unseren Glauben gründen auf das Zeugnis derer, die es vor uns bezeugt haben. Wir erfinden nicht das Christentum neu. Und es erschöpft sich auch nicht die Befragung der Zeugen in einem rein historischen Interesse. Es ist das Wort des Lebens, nicht ein Faktum der Vergangenheit, das auch. Die historische Dimension spielt eine große Rolle im Christentum. Das Christentum ist ohne das vollkommen unverständlich, aber eine Vergangenheit, die immer Gegenwart ist, weil es um Christus geht. Und wir respektieren die Zeugen. Kaum jemand tut das so vornehm wie der Apostel Johannes. Bei der Nennung des Namens wird es schon deutlich. Es kann gut sein, dass er voller Respekt von diesem Zeugen spricht, der so machtvoll Zeugnis auflegt. Wir haben das an einem der Adventssonntage noch gehört. Das ist das Zeugnis des Johannes. Ich bin nicht, nein, nein, nein. Dreimal dieses Nein. Ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Elia, ich bin nicht der Prophet. Und dennoch ist selbst in der Negation, in der Verneinung, das Positive überaus deutlich, weil alles Licht auf den Urzeugen Gottes fällt, den er in unsere Welt gibt, was wir in diesen Tagen so festlich begehen. Vielleicht lernen wir neu die johannäischen Schriften lesen und verstehen, wenn wir an diese Zeugenschaft denken, an seine Vornehmheit im Umgang mit den Zeugen und indem wir uns selber begreifen als Teil des Netzwerkes der Zeugen, die selber gerufen sind, hier und heute, basierend auf dem Zeugnis der Alten, Zeugnis abzulegen von Christus.